Liebe Genossinnen und Genossen, nach 5 Jahren als arbeits- und gewerkschaftspolitische Sprecherin unserer Landtagsfraktion freue ich mich, heute auf Platz 15 der Landesliste zu kandidieren. Trotz der widrigen Umstände in den letzten Jahren denke ich, wir können mit einigem Stolz auf das blicken, was wir als rot-rot-grüne Koalition und Regierung erreicht haben. Ohne uns gäbe es kein Vergabegesetz, kein Agathe-Programm, kein drittes beitragsfreies Kita-Jahr. Ohne uns wäre das Ladenöffnungszeitengesetz ausgehöhlt worden. Wir schaffen reale Verbesserungen für die Menschen in diesem Land, und wir als Linke sind die Sozialversicherung Thüringens. Doch nicht nur das, wir sind auch Thüringens Demokratieversicherung. Denn nur eine starke Linke bei der nächsten Landtagswahl ist ein Garant dafür, dass in Thüringen ab Herbst nicht nur Hass und Hetze auf der Regierungsbank sitzen, sondern weiterhin Stabilität und Solidarität. Denn während andere mit Faschisten im Fernsehen diskutieren und glauben, sie könnten darüber scherzen, ob es Mett oder gehacktes Brötchen heißt, ich meine im Ernst, arbeiten wir an politischen Lösungen für die Probleme und Sorgen der Menschen. Ich sage es in aller Deutlichkeit, mit Faschisten redet man nicht, man bekämpft sie. Liebe Genossinnen und Genossen, als Frau mit türkischen Wurzeln, die schon oft genug anders behandelt wurde als jemand, der mit Nachnamen Schmidt heißt, weiß ich, was es bedeutet, in Deutschland und auch in Thüringen Migrationsgeschichte zu haben. Egal ob bei der Wohnungssuche oder auf dem Amt, Alltagsrassismus ist in den Köpfen vieler verankert. Ich möchte, dass Migranten nicht nur als politisches Objekt, sondern dass wir endlich als politisches Subjekt anerkannt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, in den letzten 5 Jahren habe ich viele Streiks und gewerkschaftliche Aktionen besuchen dürfen. Gerne erinnere ich mich zum Beispiel daran, als im schönen Altenburg die Beschäftigten der Fleischindustrie gestreikt haben. Dort konnte ich für die Fraktion deutlich machen, dass wir als Linke die Einzigen sind, die konsequent an ihrer Seite stehen. Denn wir sind die Partei all derer, die prekär beschäftigt sind, die ausgebeutet werden, die keinen sicheren Arbeitsplatz haben. Wir als Linke sind und bleiben die Partei der Arbeiterinnen und Arbeiter. Noch immer sind die durchschnittlichen Bruttolöhne in Thüringen um 10.000 Euro pro Jahr geringer als die im benachbarten Hessen. Selbst im gleichen Unternehmen kann es sein, dass die Belegschaften im Osten weniger verdient als die KollegInnen im Westen. Deswegen lasst uns endlich die Lohnmauer einreißen. Und wir wissen, diese Ungerechtigkeiten, die beziehen sich eben nicht nur auf den Lohn, die beziehen sich auch auf die längeren Arbeitszeiten, auf das seltenere Weihnachtsgeld, auf die geringere betriebliche Mitbestimmung. Das alles sind mehr als 30 Jahre nach der Wende-Skandal. Und an diesen dürfen wir uns doch nicht einfach gewöhnen. Das dürfen wir doch nicht einfach immer weiter so durchgehen lassen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich stehe für eine progressive Linke. Eine Linke, die keine Person zurücklässt, egal woher sie kommt oder wohin sie gehen will. Ich stehe für eine Linke, die die verschiedenen gesellschaftlichen Kämpfe zusammendenkt, statt sie gegeneinander auszuspielen. Die dort ist, wo die Menschen sind und ihnen zuhört. Und ja, ich glaube, das wissen viele von uns im Raum. Manchmal werden unsere Nerven bei den Streikkundgebungen oder auf den Marktplätzen arg strapaziert. Aber es ist alternativlos, um die Thüringerinnen für unsere linken Grundsätze und für eine solidarische Gesellschaft zu begeistern. Genau das hat mich bei meiner Wahlkreisarbeit im Weimarer Land geleitet, und genau dafür setze ich mich kommunalpolitisch als Fraktionsvorsitzende der Linken im Jenaer Stadtrat ein. Gemeinsam mit vielen motivierten Genossinnen vor Ort kämpfe ich darum, dass unser Jena eine linke Bastion in Thüringen bleibt und wir das Direktmandat in meinem Wahlkreis 38 verteidigen werden. Wir werden in den kommenden Monaten mit Haustürgesprächen, mit Infoständen, mit weiteren Aktionen vor Ort präsent sein. Und wir werden da, wo andere nur Hass schüren, Hoffnung säen. Lasst uns dafür sorgen, dass am 1. September ein deutliches Zeichen für ein weltoffenes Thüringen an den Rest der Republik gesendet wird und wir als Linke mit unserem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stärkste Kraft bleiben. Darum werde ich kämpfen, und dafür bitte ich um euer Vertrauen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Lena. Die Gewerkschaft fehlt noch. Ich bin stolzes Verdi-Mitglied und, wie gesagt, Wahlkreis 38 in Jena.